Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo, wie immer, sich die wunderschönsten Menschen der Welt versammelt haben. Ihr seid alle zusammengekommen. Vielen Dank, Freunde. Es ist soweit. Es ist soweit. Wie lange ist es her? Ich muss ganz auf die Uhr gucken. Ich weiß es nicht. Es ist zu lange her. Es ist zu lange her. Aber wir haben mal wieder eine Elif-Reaction. Elif. Wir haben mal wieder Elif. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Elif-Fan. Ich habe sie mit ihrem letzten Album Nacht kennengelernt. Musikalisch, aber auch persönlich tatsächlich. Aber entdeckt, ja. Hab mir sehr, sehr viel von ihr angehört. Wir haben das ganze Album, die ganzen Singles zumindest, zusammen behandelt. Ich werde immer daran denken, 2020 war ich in Kassel bei Mavi von BBM. Für ein paar Tage Musikvideodrehs gehabt und haben da immer von einer Drehlocation zur anderen Nacht volle Lautstärke gehört. Hauptsächlich alles Hellal und Feind, das sind meine zwei Lieblingssongs auch. Da haben wir alles Hellal, Autobahn und haben das so laut mitgegrölt. Zu fünft im Auto, Sommer. Das war mit die beste Zeit meines Lebens und damit werde ich das mit Elif hier immer verbinden. Und ich freue mich einfach drauf. Ich bin Fan von ihr, Mann. Ich bin einfach Fan von ihr und von ihrer Musik. Und das wisst ihr auch. Also wenn ihr es noch nicht wisst, dann wisst ihr spätestens jetzt. Ich freue mich unfassbar doll. Mein Babe heißt das. Das ist eine Demo. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was noch so auf uns zukommen wird mit Elif dieses Jahr. Holy shit. Wir hören rein. Let's go. Elif ist wieder da. Mit der Gitarre in der Hand. Poster. Schon wieder ein Poster hier. Boah. Ich bring dich bald noch um, mein Babe. Glaubst holy shit, einfach diese Stimme mal wieder so zu hören. Ich dich wär so dumm, mein Babe. Ich kenne die Details, mein Babe. Weiß sogar, wie sie heißt. Das hat so voll so James Bond, Agenten, Mafia, italienische, spanische Vibes. Keine Ahnung, ganz viele Vibes kriege ich hier auf jeden Fall, wie ihr gemerkt habt. Ich kann dir nicht verzeihen. Mein Babe und hab ne Walter P. Oh, ey, diese Stimme, ich hab's vermisst. Ich habe es vermisst, mich in dieser Stimme einzukuscheln, so. Bestellt, bald tut es nicht mehr weh. Mein Babe, alles nur, weil ich dich lieb. Krass. Ja, du bist so ungeschickt, weiß alles von dir. Das ist ein ganz anderer Style, also ein ganz anderer. Das ist der größte Kontrast gefühlt. Also es erinnert mich am ehesten noch auch tatsächlich so ein bisschen an Gitarre, so. Damals gab es noch nicht mich und meine Gitarre, aber auch trotzdem anderer Vibe, also wirklich was ganz anderes, was ich super cool finde, weil es immer nice ist, sich neu auszuprobieren. Drück nur noch ein Auge zu, um auf dich zu zielen. Du willst noch mal reden, willst mal. Oh, auch cool. Drück nur noch mal ein Auge zu. So, ich verzeihe noch einmal, so mäßig, so wortlich, aber bildlich gesehen, ich drück nur noch ein Auge zu, um auf dich zu zielen. Cool. Telefonieren, red doch mit ihr. Ich hoffe, du hast dein Testament schon gemacht. Oh, ich habe Gänsehaut bei dieser Stimme. Ich habe Gänsehaut. Ich sag's jetzt, ist mein kleiner Zeh sogar gerade. Da habe ich ein Haar. Das ist gerade, ups, so einen halben Zentimeter nach oben. Ups, aufgestanden. Denn ich komm vorbei, wenn du pennst heute Nacht. Oh. Die Sonne scheint, ich hab nichts zu verlieren. Auch jetzt gerade noch mal so ein bisschen höher. Es ist so schön gemacht. Mir wird ein bisschen dizzy bei den Kamerafahrten, aber ansonsten, es ist wirklich schön, Mann. Ihre Stimme ist einfach hier, einfach schön rough im Vordergrund. Viel zu lange, viel zu gut zu dir. Wenn es sein muss, geh ich in den Knast für dich. Ich bring dich bald noch um, mein Babe. Das ist so gut. Echt, ich wär so dumm, mein Babe. Ich kenne die Details. Ey, ganz kurz mal, was ist das für eine Release-Woche? Jeder gute Künstler, den ich kenne, hat gefühlt released. Und ich bin so happy drüber, ich bin so happy drüber. Es ist so gut einfach, wir haben so viel. Und jetzt auch Elif Comeback, anderer Style, bisschen was anderes, was Neues angekündigt. Ich bin richtig glücklich, Mann. Mein Babe, weiß sogar, wie sie heißt. Oh, sogar Elif hat Gänsehaut, man kann sehen, sogar Elif hat Gänsehaut dabei. Ja, richtig so. Ich kann dir nicht verzeihen, mein Babe, und hab
Also das Ganze ist jetzt nichts, was ich mir in die Playlist packe, in meine Deutschrap-Playlist und dann nebenbei laufen lasse. Aber ich appreciate hier gerade, also das ist trotzdem was, was ich mir anhören würde, so Autofahrten oder whatever. Sommerfeeling kriege ich da auch, muss ich sagen. Aber das ist auch so was Schönes, was Kunstvolles, was Neues von Elif einfach. Ne Walter P bestellt, bald tut es nicht mehr weh. Mein Babe, alles nur, weil ich dich lieb. So soft auch. Du triggerst Seiten, ich an mir nicht mag. Boah, das ist eine krasse Zeitung. Für jede meiner Tränen wirst du bezahlen. Guck, was du bloß aus mir gemacht hast. Oh, der Blick und wie sie sich bewegt. Also bei Elif ist wirklich so, Elif ist, achtet hundertprozentig auf Details. So. Sie ist so sehr, alles ist sehr bewusst ausgewählt und sehr bewusst so entschieden worden. Und sehr bewusst so gemacht, wie es hier gemacht ist. Also Elif, das ist so, man muss auf diese kleinen Dinge bei ihr achten, weil puh, da steckt so viel dahinter. Ich bin verrückt, aber du bist ein Bastard. Auch dass es so vulgär wird jetzt, also was heißt vulgär, aber so direkt. Hör auf mein Herz nicht, auf mein Anwalt und trage schwarz für diesen Anlass. Nein, oh. Du bist mir nicht schön. Elif wollte immer noch mit dem Raufen aufhören, seit 2 Jahren gefühlt. Klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, an mir liegt's nicht, also. Ist egal, weil ich dich lieb. Doch ich mach, was ich machen muss. Nur aus Prinzip. Ich bring dich bald noch um, mein Babe. Das ist aber auch ein Ohrwurm. Ich dich wär so dumm, mein Babe. Ich kenne die Details, mein Babe. Weiß sogar, wie sie heißt. Sie hat da sogar so einen Waffenhalfter. Sie hat sogar einen Halfter. Das habe ich jetzt erst gesehen. Sie hat sogar einen Halfter. Ich kann dir nicht verzeihen. Agentin Elif würde ich mir angucken, den Film. Mein Babe. Und hab ne Walter krass. Bestellt, weil tut es nicht mehr weh. Mein Babe, alles nur, weil ich. Boah, das sieht krass aus. Boah. Krass. Das ist krass. Da könnte man jetzt auch reininterpretieren, so. Ist da ein Herz? Da ist, glaube ich, ein Herz dran. Sie liebt ihn, oder er manipuliert sie so, dass sie sich selbst zerstört. Quasi, wisst ihr, wie ich meine? Dass sie sich selbst zerstört halt, so wie es hier bildlich dargestellt ist. Geil. Geil, Mann. Ich hab Bock auf mehr. Ey, was ist das für eine Release-Woche? Was ist alles los? Was kommt alles raus? Ich bin so happy, Alter. Geil. Elif mit My Babe in der Demo-Version. Ich freue mich auf mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben einen ganz anderen Style, eine ganz andere Richtung. Ein bisschen was anderes. Eine neue Elif hier am Start, was ich super cool finde. Ich bin sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Ich fand den Song sehr gut. Ich fand den Song sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ist jetzt nicht das Typische, was ich daily höre. Aber von der Aufmachung her, ja. Ich finde auch Vivaldi 4 Jahreszeiten gut. Hör ich mir aber auch nicht jeden Tag an, so wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist halt eine ganz andere Richtung, die jetzt nicht für den Daily-Konsum für mich geeignet ist. Aber ich kann sowas gut und gerne so öfter mal appreciaten. Und ich freue mich, dass sie back ist. Unfassbar schöne Stimme. Ohrwurm, unfassbar gut gemacht. Und ich freue mich einfach auf mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Ansonsten, meine lieben Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, so wie immer. Und ciao.